Es wird dich vielleicht traurig machen, das zu hören, aber dies hier wird die letzte Geschichte sein, die ich dir erzähle. Ich weiß, du hast gerne lustige Geschichten mit fröhlichen Menschen und einem Happy End, aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Was ändert es, wenn ich dich belüge? Meine letzte Geschichte also spielt in einem fernen Land, das im Begriff ist zu sterben. Sie beginnt im Herbstwald. Es ist die Geschichte von Cedric, dem traurigen Clown. Cedric schläft unruhig, wie jede Nacht. Dabei weiß er noch gar nicht, dass er innerhalb von wenigen Tagen die Welt zerstören wird. Was für ein Albtraum. Jede Nacht ist es dasselbe. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe. Spot? Wo ist Spot bloß? Er begrüßt mich doch sonst jeden Morgen. Und damit herzlich willkommen zu The Whispered World. Dem mittlerweile dritten Let's Play auf unserem Channel. Also gerade Adventure, Point-and-Click-Adventure und auch von der Delic Entertainment. Dann fangen wir doch mal an. Wir sind Cedric, ein Clown. Also nur kurz nochmal zur Info. Dieses Spiel habe ich so ungefähr bis zur Hälfte, also bis zum Ende des zweiten Kapitels durchgespielt. Deswegen werde ich den Anfang jetzt wahrscheinlich noch recht gut hinkriegen und danach werde ich rumrätseln müssen. Okay, die Steuerung ist auch ein bisschen anders als zuvor. Wir haben hier unten keine, also wie bei Edna ist das hier nicht, wir haben hier keine Ansehen oder sowas Leiste. Wir haben auch nicht Links- oder Rechtsklick, sondern wir müssen Linksklick machen und dann öffnet sich so ein Inventar-Menü, wo wir dann Ansehen, Sprechen oder Aufnehmen können. Sehen wir uns den Bärenkopf mal. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Tja, so scheint es. Reden wir mal mit Hallo, bist du wirklich tot? Oder schläfst du nur? Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Das ist wirklich wahr. Das Blöde ist natürlich, das ist jetzt bei mir eher wie ein Walkthrough, genau wie bei Edna. Das wird bei Harveys neue Augen teilsweise auch so sein. Und bei Deponia, na, vielleicht gar nicht mal so. Ganz schön knapp. Das wird mir Ben büßen. Ich hätte dabei draufgehen können. Ja, natürlich. Wir können auch wieder mit Leertaste die Dinge, mit denen wir interagieren können, sichtbar machen.
Gucken wir uns mal den normalen Teppich. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen. Okay. Dann die Bärenkralle. Ich habe mal eine Liste mit meinen wahrscheinlichsten Todesarten begonnen. Die Bärenkralle ist auf Platz 212, 217 und 321 bis 29. Okay. Dann mit einem Rechtsklick öffnen wir so das Inventar. Und wenn wir dann wieder da rausgehen, also Hausdingensen rausziehen, die Maus, dann ist das Inventar auch wieder zu. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Um ein Feuer zu entfachen, müsste er erst einmal offen sein. Leider ist die Klinke abgebrochen. Das war sowieso offen. Ich kaue nur meine eigenen Fingernägel. Bärenkralle benutzen. So, jetzt haben wir nämlich eine Bärenkralle im Inventar. Ich will immer nach unten gehen, um das Inventar zu öffnen. Das ist so nervig. Bärenkralle, den brauchen wir später noch. Papierfetzen. Ben? Ja? Hast du diesen Zettel hier hingehängt? Ja, das ist eine Anleitung für deinen Kanonenrohrtrick. Mein Kanonenrohrtrick? Genau. Für irgendwas musst du ja gut sein. Und Opa ist langsam zu alt dafür. Tja, sehen wir uns den Papierfetzen. Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Ich versuche jetzt sogar mal meine Stimme mit Teamspeak aufzunehmen, da ich gestern beziehungsweise heute Morgen die Idee hatte, vielleicht ist es darüber besser, dass es über Audacity, an Audacity liegt, und das hoffe ich jetzt wirklich sehr. Das soll wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von den Sätzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Das stimmt auch. Der Propfen. Der Propfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Oh Mann, wie ich diesen Trick hasse. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Da hast du vielleicht recht, vielleicht auch nicht. Was eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich. Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich wurde gerade auf Skype angeschrieben. Aber kann natürlich jetzt nicht aus dem Spiel raus. Unverschämtheit, dass ich für dieses Spiel die einen Anzeigeeinstellungen ändern musste. Nee, Quatsch. Ist halt so bei älteren Spielen, da ist das ein bisschen komisch. Gucken wir uns mal die Schublade an. Ich habe eine Abmachung mit Ben. Der spuckt mir nicht mehr in meine Schublade und ich male seine Gumminase nicht mehr schwarz an. Das ist doch mal was. haben wir sonst noch was? Moment, kriegen wir die Schublade auf? Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Eine Sekunde, ich muss gerade zurückschreiben. Moment, eine Sekunde noch. So. Haben wir den Zettel jetzt? Ja. Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht.
Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Das kann ich dir jetzt nicht beantworten, Cedric. Vielleicht, weil du jeden Morgen aufstehst? Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Wäsche. Bommeln, Halskrausen, Glöckchen. In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen. Ich habe vergessen, mich bei Skype auf beschäftigt zu stellen. Tut mir leid, wenn das jetzt manchmal das Skype komisch macht. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Oh. Schauen wir uns die Kerzen an. Ben sagt, diese Sorte Kerzen brennt ewig. Ich sage, sie macht sich nur was vor. Gut. Können wir die Kerze Autsch, mitnehmen? Ich verflucht, nicht, das oder? Gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Oh, sad way. Benutzen wir die Tür mal. Cedric, bist du wach? Komm sofort her! Es ist schon helllichter Tag. Der hört sich sauer an. Genau. Ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus. Lieg da nicht so faul rum. Was ist bloß los mit dir? Was soll schon mit ihm sein? Vielleicht ist er krank. Eine Seuche. Oder eine Lebensmittelvergiftung. Red keinen Unsinn. Wurmpilz? Die Blaupocken? Das könnte alles sein. Er hat Durst, Cedric. Das kommt dabei raus, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst. Spot hält das aus. Er ist robust. Du wirst dich noch ganz schön umgucken. Raupen werden nicht alt. Und wenn man so mit ihnen umspringt, erst recht nicht. Gewöhn dich ruhig schon mal an den Gedanken. Du willst mich doch nur ärgern. Ich meine es ernst. Gib ihm besser was zu trinken. Ja, was auch immer, Ben. Los, komm mit, Spot. Wir finden dir was zu trinken. Und danach können wir vielleicht endlich was Sinnvolles tun. Okay, dann nutzen wir Spot mal mit dem Eimer. So, Spot, es wird Zeit, etwas zu trinken. Ich weiß das alles schon, was in den ersten beiden Kapiteln passiert. Das ist jetzt leicht blöd, aber... Na gut. Mahlzeit. Und da haben wir auch schon einen kugelrunden Spot. Komm, Spot, ich will hier weg. Lass uns ein wenig im Herbstwald umsehen, ja? Und hier oben können wir Spots Formen wechseln. Wir können ihn jetzt auch wieder ganz dünn machen. So habe ich ihn am liebsten. Momentan noch. Gegen Ende dieses Kapitels kommt auch eine neue Form hinzu, die ich dann persönlich sehr gern mag. Aber jetzt gucken wir erstmal, was in dem Kamin drin ist. Denn wir können Spot nicht nur verwandeln und mitlaufen lassen. Nein, wir brauchen ihn auch, um Rätsel zu lösen. Das könnte tatsächlich klappen. Hey, Spot, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen den Ofen aufbekommen. Meinst du, du schaffst das? Na dann mal los. Ganz übel. So, da hat uns Spot uns den Ofen geöffnet und wir können uns die Schachtel nehmen. Die wir mit diesem Schlüssel auch direkt aufschließen können. Ob das der Schlüssel zu Bens Schatulle ist? Ja, passt. Die Schatulle ist offen. Na, jetzt haben wir schon mal die Karte des Orts, jetzt brauchen wir noch den Kompass. Wenn ich das nicht letztens erst gespielt hätte, dann wüsste ich jetzt noch nicht, wie ich da was mache. Ich möchte das endlich durchspielen und ich möchte wenigstens zumindest die letzte Hälfte reinspielen.